So, Kinder, grüß Gott. Wir sind in der neuen Residenz von uns, vom lieben Pascal und von mir. Wir sind jetzt ja umgezogen mit der Ashley Family und die sind jetzt über Weihnachten weg. Deswegen haben wir uns ein anderes Haus gesucht. Das habe ich ja schon in dem letzten Video erzählt. Und jetzt sind wir angekommen. Ich dachte, wir machen einfach so eine schöne Rundfuhr. Der Passi hampelt da hinten mit den Hunden irgendwie rum, den sehen wir auch gleich. Und fangen wir einfach mal an. Das hier ist mein Zimmer. Ich muss mal nebenher scharf stellen, weil ich so cool bin. Natürlich mit Bad. Ich habe hier das Ehebettzimmer von den lieben Menschen hier bekommen. Ziemlich chillig. Gehen wir gerade mal weiter in den Living Room. Passt halt, ich nehme auf, okay? Schön, schön. Ja, nice, gell? Ja. Raus gehen wir gleich, also Wohnzimmer. Das ist unsere Fressalien, Mäusli, Pasta etc. pp. Da ist der erste Doggy. Grüß Gott. Meinst du das Mikro oder nicht? Nee, ich hab vom Hund geredet. Keine Ahnung, wirst du raustreten. Wir haben eine Kaffeemaschine, richtig nice. Endlich mal gescheit. Espresso, irgendwas. Aber ich denke, wir kommen mal direkt zum Highlight der Wohnung, des Hauses. Und zwar, ja, hier kann man ja noch kurz mal das Bad zeigen. Aber, oh ja. Ja, hier die Couch, kann man ja noch kurz präsentieren. Und das ist quasi unser Blick. Was machst du denn? Das ist unser Blickwinkel. Wir haben hier schön chillig rumgammeln, fette Anlage und halt Apple 50 TV. Zoll. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, jedenfalls groß. Ja, also wir haben hier ein Apple TV quasi. Unten steht ein iMac. Zeig mich mal wieder, damit ich hier Persönliches machen kann. Unten steht ein iMac mit ca. 500 Filmen drauf gespeichert. Und Serien. Und Serien, Breaking Bad Marathon incoming. Weil wir sind jetzt, ja, also wir haben jetzt aktuell Sonntag und wir bleiben hier bis voraussichtlich Freitag, da kommen die wieder zurück. Ist aber auch nicht ganz sicher. Die rufen uns an und sagen, ob sie noch länger bleiben oder früher kommen. Wissen wir nicht, dann gehen wir zurück zu den Ashleys. Und sollen wir noch was zeigen? Dein Zimmer? Mein Zimmer. Willst du präsentieren? Da drehe ich mal die Cam wieder rum. Das ist jetzt alles mein Zimmer. Wunderbar. Das ist quasi das Gästezimmer, oder? Wahrscheinlich auch. Ja. Sollen wir hier rausgehen direkt? Ja, gehen wir auf unsere wunderschöne Veranda. Das ist doch schön. Und ohne Scheiß, das ist einfach ein Traum. Da muss ich hier gerade mal ein bisschen runterstellen, die Schärfe. Die Helligkeit meine ich. Was labert der denn schon wieder? Es ist halt einfach mal so krass. Und das ganze Grundstück hier gehört einfach mal denen. Da unten ist übrigens ein Pool, den kann man benutzen. Der ist sauber, im Gegensatz zu... Ja, muss man mal erklären, weil... Haben wir es erzählt? Ich weiß gar nicht. Ja, in dem letzten Video... Helligkeit, komm mal unten. Problem war, die hauen ja kein Klo rein. Und dann ist halt immer eher unhygienisch, sag ich mal. Und die machen Klo rein, deswegen kann man da schön baden. Was? Zeig mal unseren Grill. Ach ja, Barbecue-Grill. Wir haben halt einfach alles. Passt halt, erzähl mal, wie toll das hier ist. Wunderbar. Warte. Ich nehme meinen gescheiten Nespresso-Kaffee. Schön. Jetzt bin ich das ist doch Hauptsache. Ich kann nicht färben. Und machen wir einfach mal kurz einen Rundlauf um unser schönes Haus hier. Es ist schon... Oder? Dumme Helligkeit. Ich laufe hier auf der Veranda entlang, okay? Ich werd dunkler. Nee. Okay, gleich wird's heller, tut mir leid. Hängematte, muss auch sein. Und das stört denen einfach alles komplett. Die haben ein riesiges Anwesen und ich glaube, die haben auch das tut Geld, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe einfach mal zurück und zeig mal die Draufsicht von dem Haus. Hier war ich übrigens auch mal vom Knoblauch pflücken, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich glaube, da werde ich auch nachher runtergehen. Ja, da ist der Pastel. Also das ist einfach mal, das komplette Haus ist halt leer. Und das sind wir heute. Da sind wir zurück. Ich möchte mir einfach mal die Umgebung hier zeigen, weil es einfach mal typisch Australia ist. Und zwar folgendes. Achtung! Und ich kann mal scharf stellen. Einfach mal mitten im Busch. Das ist so krass. Und zwar alle Häuser sind so. Ich muss gerade mal ein bisschen dunkler stellen. Mache ich dunkler? Okay, jetzt ist heller. Scheiße. Okay, passt. Hier der Doggy. Haben wir gerade schon gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, du. Und da vorne ist der andere. Hallo. Moment, da ist er. Auf die müssen wir halt aufpassen. Wir müssen halt jeden Morgen mit denen laufen, was jetzt nicht so tragisch ist, kann man sagen. Füttern. Den einen müssen wir hier beatmen quasi. Der hat so ein Inhalationsgerät, wo dann eben sein Gift sich reindrückt. Und ja,
Also Freunde, grüß Gott, da sind wir jetzt mal wieder. Es wird heute ein längeres Video tatsächlich. Jetzt haben wir mal das Haus gezeigt, aber jetzt wollen wir mal unsere neuen Pläne veröffentlichen, weil es hat sich einiges geändert. Wir wollten ja ursprünglich nach Brisbane hochfahren, in Bundaberg arbeiten, zu Felix und Joni stoßen, auch wenn die wahrscheinlich da wieder weg sind. Aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, zurückzugehen nach Sydney, zu unseren Wurzeln quasi, weil wir haben mit unserem Kollegen gequatscht, Torben, und der hat gemeint, ja, es wäre so viel Arbeit in Sydney, also in Avalon, das heißt es Cup, das ist so eine Bonzen-Gegend, da gehen sogar die Menschen, wo wir hier das Haus quasi hüten, gehen da gerade hin zum Holiday feiern. Und ja, da gibt es dann eben viele Jobs, da wollen wir hingehen. Und ja, ja, erzähl mal. Er hat gemeint, er verdient 20 Dollar die Stunde und hat jetzt 6 Wochen dort gearbeitet. Und hat allein 4.500 gespart, also 4.500 Dollar nur gespart, und er hat dort nicht sparsam gelebt. Also hat dort sicher über, was schätzt, 6.000, 7.000 Dollar verdient in 6 Wochen. Muss man sich mal ausrechnen, also das ist wirklich einiges. Und er hat auch gemeint, das Hostel wäre in Ordnung und man zahlt nur 150 Dollar die Woche. Auch eigentlich völlig okay. Wenn man vergleicht, was hat es dort so? 10 Millionen Dollar Villen am Strand, also es ist wirklich Nobelviertel. Haben sie uns erzählt, also haben die uns erzählt, ja. Richtig krass. Ja, auf jeden Fall ist dann eben der neue Plan, dass wir dann eben da unten arbeiten werden. Wie lange ist es nicht ganz wirklich klar? Also wir haben jetzt mal gebucht, vom 4. Januar an werden wir dort unten einchecken in Avalon, in dem Hostel. Das ist so ein Working Hostel, wo wir unseren Namen reinschreiben können. Und dann wird dann quasi per Zufallsprinzip ein Name ausgepickt. Und dann kriegt man so eine Nummer und dann kriegt man eben einen neuen Job. Und so wird es dann laufen. Und ja, ich werde vielleicht ein bisschen länger bleiben als Pascal. Kommt drauf an, wie wir es jetzt machen. So 5-6 Wochen arbeiten und dann weitere 5 Wochen traveln. Und dann geht es im Prinzip auch schon wieder heim, weil ja, Januar bis Mitte Februar arbeiten, dann eben noch von Mitte Februar bis Ende März traveln. Und das wär's dann schon. Also so ist der aktuelle Plan. Ich hoffe wirklich, dass wir dann Avalon was finden, weil das wäre schon grandios. Aber der Plan ändert sich sicher nochmal. Ohne Witz. Aber man muss sagen, bisher lief es echt ganz gut. Ich meine, das Woofing, wir sind jetzt im Prinzip fertig damit. Die Familie ist gerade weg. Wir sehen jetzt noch, wenn wir hier von dem Haus wieder zurückgehen für die 3-4 Tage bis zum 4. Januar, den Grant, den Vater. Und dann müssen wir ein bisschen noch was helfen. Aber im Prinzip war es jetzt echt eine coole Erfahrung, was man jetzt wahrscheinlich bei dem ganz normal arbeiten und Travel nicht erlebt hätte, weil wir hatten jetzt Kontakt zu normalen Australien und nicht dieses typische Hostelleben. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ganz gut gelungen. Und ja, wird jetzt hoffentlich eine runde Sache. Noch irgendwas, Pascal? Nö, oder? Das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Alles unseres und das ist... Im Prinzip haben wir jetzt echt Holiday pur bis zum Freitag. Also die 5 Tage, kommt drauf an, wann die jetzt zurückkommen, wissen wir selber nicht genau und wissen die ja auch nicht. Und ja, wir genießen jetzt einfach mal die Zeit. Vielleicht kommt noch ein Video zu Weihnachten, also morgen. Ob wir dann noch irgendwie noch was raushauen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten, bis dann. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time.